Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Heute habe ich mir gedacht, spielen wir ja weiter und wie ihr seht, steht hier Starkiller City. Das steht da, weil ich vor dieser Folge schon zwei Stunden 15 Minuten aufgenommen habe. Mit dem KKF und ja, dann ist danach habe ich festgestellt, dass Dexri gar nicht aufgenommen hat. Ja, also ist alles weg. Ihr könnt euch das zwar beim KKF angucken, aber halt meine Sicht nicht. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich kann euch ja mal die Stadt zeigen, so wie die jetzt aussieht. Also ich habe sehr viel gemacht. Ich habe die Stadt sehr weit ausgebaut. Ich habe die Stadt umbenannt, weil jemand in die Kommentare schon was geschrieben hatte. Hier ist Starkiller City halt. Dann habe ich eine Universität gebaut. Habe dann auch die neuen... wie heißen sie... Wie heißen die? Sonnenkollektoren hier gebaut. Hab schon über 100.000 Einwohner. Und ja. Hab einen Zughafen gebaut. Nee. Einen Bahnhof gebaut. Für die Hochgeschwindigkeitszüge. Die man ja als DLC-Pack da kaufen konnte. Dann habe ich hier eine große Polizeiwache hingestellt. Was geht denn hier drüben? Genau, dann habe ich hier die Bürgermeistervilla schon auf Level 9. Da hatte ich die ganze Zeit hier... wie viel habe ich? Genau, 80. Also immer über 80 hatte ich, glaube ich... da kommt so ein Zug. Ich hatte einmal, glaube ich, die ganze Zeit 84%. Konnte das die ganze Zeit leveln. Und dann halt hier drüben, die Universität... Die habe ich auch gebaut. Guck, schauen wir mal, 4000 Einwohner, Leute hier rein. Nun ja, hab dann die Kollektoren hier erforscht. Das sind diese hier, diese Sonnenwärmekraftwerk. Machen jedenfalls mehr als das und verbrauchen nicht so viel Platz, wie man sieht. Und machen nicht so viel für das. Ich hatte das komplette hier voll. Ich weiß nicht, die Maus müsste man eigentlich sehen, das komplette hier. Also... Bis hierhin hatte ich es komplett voll mit diesen Dingern und habe zu wenig Strom produziert. Jetzt habe ich so viel nur und produziere schon mehr als genug. Was kann man noch so sagen? Ich muss mal hier, was haben wir denn hier? Ja, habe ich einfach hier, da habe ich ein Casino hier hingebaut. Einfach mal so, um Geld zu bekommen. Ja, das war's eigentlich. Dann haben wir hier die ganzen Rathaus-Upgrades haben wir schon alle. Und ja, ich hatte mir am Ende dann dieser Aufnahme, habe ich dann gesagt, dass ich eine neue Stadt anfange. Ich habe jetzt gerade, jetzt habe ich den Kevin nicht gefragt, welche von den beiden. Oder soll ich ganz woanders sein? Nee, ist auch scheiße. Oder soll ich erstmal hier noch weiterbauen? Hier gibt es ja noch Platz. Ich kann ja, was muss man noch bauen? Die wollen auf jeden Fall noch Industrie haben, nur... Also, hier Gewerbe wollen sie gar nicht mehr. Ist auch gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie der Wind überhaupt ist. Wind, gibt es das hier Wind? Ach, der dreht wieder nach da, so ein bisschen. Abwasserprobleme? Dann baue ich mal hier. Weißt du? Einfach mal so. Da steht ein Baum im... Da stehen mehrere Bäume drin. Haha. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Einstellungen. C. Kann ich ein Bild machen? Da mache ich mal ein Bild von. Warte, so, C. So. Ja. Sah schon hoch aus. Ach nee, der Bus ist total überfüllt. Ich melde mich heute da auf der Arbeit krank. Super. Warte mal, was sagen die beim Bussen? Ich habe auch Busnetz gebaut, habe Straßenbahnnetz. Warte mal. Straßenbahnnetz. Na gut, das ist noch nicht komplett. Das sollte ich mal ausbauen. Warte mal. Da. Da.
und hier. Und dann. Komm, ich baue da eine hin. Da und. Hier. Hier eine hin. Dann hier drüben. Brauchen wir nur bei der Universität eine. Ja, das war dann eigentlich auch alles, was man hier so bauen kann. Die müssen 36 Minuten warten. Da kann ich auch, glaube ich, nochmal eine Straßenbahn anbauen. Kann ich auch alle anbauen, weil ich kriege ja noch genug Geld. Und dass man die Straßen hier ein bisschen entlastet. Da fährt ja fast keiner mehr, Mama. Ja, und ich habe dann über 1 Million. Nee, doch, über 1 Million. Kredits oder besser gesagt Simoleons, wie man die ja hier nennt. Wie sieht es eigentlich mit dem Wasser aus? Ich stell hier mal noch eins hin. Dann kann da noch ein bisschen mehr Wasser gemacht werden. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich fange doch eine neue Stadt an, auch wenn ich jetzt nicht gefragt habe, was er will. Ich kann auch hier drüben oder da drüben. Ich weiß ja nicht. Die ist scheiße, ganz ehrlich. Ja, kann man da was bauen, dann hier eine Brücke drüber, da was Kleines bauen, hier und dann da. Was soll man da großartig bauen? Auf jeden Fall kann man die erst bebauen, wenn man eine Stadt hat, wo schon viel Strom produziert wird. Also von einer von den vier hier. Sonst geht das gar nicht. Was gibt's hier drüben so? Hier drüben kann man auch eigentlich gut bauen, ohne groß mit Wasser in Berührung zu kommen. Hier drüben wird es dann schon wieder, oder mit Bergen, hier wird es dann schon wieder knapp. Was gibt's hier eigentlich? Warte mal. Hier gibt's alles. Das ist schön. Was gibt's hier hinten noch so? Da gibt's auch ein bisschen Wasser noch. Ich würde ja am liebsten die hier nehmen. Ja, keine Ahnung. Warte mal. Ich guck noch mal ganz kurz. Hier kann ich ja eine Forschung starten. Da hat der Kevin gesagt, wir sollten dieses machen. Ich weiß aber nicht. Er macht das einfach mal. Also er forscht es jetzt gerade so, dass wir das hier dann bauen können. Das können wir gar nicht. Ha! Nee, falsch. Das können wir schon, weil hier, nämlich hier brauchen wir Rohöl. Und keine von diesen vier Städten hat Rohöl. Das wäre der industrielle Flughafen, den können wir hier gar nicht machen. Raumzentrum können wir auch nicht machen, weil da brauchen wir Treibstoff. Arkologie, da brauchen wir eigentlich nur Metall, Legierung und TV-Geräte. Und für TV-Geräte weiß ich gar nicht, was man dafür braucht. Auf jeden Fall Metall und Legierung kriegt man aus Recyceln und TV-Geräte, ja. Sollte eigentlich auch noch gehen. Und hier dann Plastik und Legierung, das kriegt man auch aus Recyceln und dann Prozessoren, da weiß ich aber nicht, was man da braucht. Dann lese ich mal vor. Diese strahlende Sonnenanlage braucht fortgeschrittene Ressourcen und Arbeiter beteiligter Städte aus der Region. Die Städte, die an die Solaranlage angeschlossen sind, können große Mengen Energie zum Sonderpreis erwerben. Ja, das wären also die vier Städte hier, können dann also quasi für nichts Strom haben, was jetzt nicht so viel bringt, weil da mache ich jetzt schon über 80 Überschuss. Ich weiß gar nicht, wie viel der Zoomermann Kevin, kann man ja auch mal Käsekuchingen, wie viel er so produziert. Ich mache jetzt einfach mal nur so eine Besucherfolge. Einfach mal alles angucken in der nächsten. Ich mache dann, glaube ich, dann nach der Folge einfach nur mal einen Cut. Frag, wow. Hey, ich will nicht, ich kann, eigentlich nicht.
Frag ihn dann mal, was mal so. Oh, er produziert gar keinen Strom. Kann ich sein Eier? Nein, nein, der kauft von mir Ei. Wie viel braucht er denn? Benötigt 190, Kapazität 173, also so viel produziert er und 16,7 Megawatt gut er von mir kaufen, also nicht gerade viel. Der hat hier auch, glaube ich, irgendwo ja hier eine Universität gebaut. Kann ich euch nur vorstellen, warte mal. Nee. Als Forschung starten kann er gar nicht. Was hat er eigentlich in der Bildung? Schon fast voll. Hm? Oh, da wollen aber viele rein. Da ist einer. Ein Schulbus. Hat Simoleons. Geht in einen Laden für Mittel. Was? Passagiere, bringt Sims nach der Schule nach Hause. Herkunftsdarke der City. Ach, die kommen von meinem. Von meiner hier Schule und gehen dann. Ja. Und geht das hier nicht weiter? Hallo. Ja, wollen die jetzt hier ausladen oder was? Die haben grün gehabt. Die haben grün. Ah ne, die können nicht. Toll. Geiler Stau. Was ist denn das? Der LKW stand hier und fährt dann einfach geradeaus weiter, obwohl er dann eigentlich abbiegen wollte. Okay, dieser Stau, der wird sich noch lange hinziehen. Auch wenn er nicht so lang ist wie den, den ich hatte. Hier baut er gerade ein Haus auf. Was ist hier? Fehlende Kunden. Sieht man mal, wie viel Bildung er hier macht. Es gehen aber alle in die Schule, also. Nun ja. Gehen wir mal wieder zurück. Ich kann hier noch mal ja, erforschen, tut er ja, ne? Ja, haben wir ja eingemacht, genau. Ihr könnt auch noch andere Namen, Städtenamen schicken. Das ist jetzt einfach nur mal der erste Name für diese eine Stadt. Es gibt ja noch, wie viel? 16? Also 8 Städtenamen könnt ihr noch einschicken. Also, nee, 7. Einer ist ja schon vergeben. Jetzt werde ich mir auch mal einen ausdenken. Ja, keine Ahnung. Die Region ist ja schon mein Name. Steht die eigentlich hier irgendwo? Ja. Margolds Weißach alles. Nee, Margolds Weißach ist von Kevin und alles ist von mir. 211.000 Bevölkerung hat das und 1 Million, also was, 2 Millionen Simoleons besitzt diese Region schon. Und die wollen Grundstücke. Was wollen die? Weise Wohngebiete aus, um mehr Arbeiter zu bekommen. Ja. Ist ja. Warum habe ich so viele Jobs? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Pendler von außerhalb, nur 7. Touristen habe ich schon 1000. Nur weil ich ein Casino hingestellt. Nee, ich hatte schon vorher Touristen, warum auch immer. Und dann habe ich einfach ein Casino hingebaut, weil. Wow, was ist jetzt passiert? Weil ich einfach gedacht habe, ja komm, mach's da einfach mal. Kann ja nichts schaden. Ich will jetzt eigentlich hier gucken, was hier eigentlich noch die Verteilungen sind. Hier müssen wir die Dichte sich erhöhen. Ich weiß aber nicht, wie man sich die Dichte bei den niedrigen, vielleicht mit denen hier. Bauen wir mal. Großes Feld mit Park. Blablabla. Ja, bauen wir mal. Ist das nur ein Feld ohne Parkplatz? Dann bauen wir das mit Parkplatz einfach mal hier hin. Dann sollten die sich vielleicht. Was? Ich glaube, das hier was bringt. Kostet wenigstens sehr wenig. Ich stelle hier vielleicht nochmal. Wasserspielplatz ist jetzt ein bisschen zu übertrieben. Und damit sich halt die Unterschicht ein bisschen weiterentwickelt.
Die ist überfüllt. Wie viele stehen da denn? 17. Das 17 Leute sind überfüllt. 22, na gut. 36 Minuten. Ja, warum fährt nie vorbei? Was ist das jetzt? Naja. Warte mal jetzt, ganz kurz. Hier sind 40 Minuten, das ist grün. Hier sind 36 Minuten, das ist gelb. Wow. Wieso? Naja, egal. Ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge, wenn ich dann einen von den beiden Ständen da hinten nehme. Ich muss nämlich mal Kevin fragen. Und ja, bis dahin. Tschüss.